liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zum neuen Video von uns. Mein Name ist der Buddha und wir sind die Sneglers Guild und wir machen hier auf YouTube Videos rund ums Thema Axie Infinity. Heute, liebe Leute, soll es darum mal gehen, sich den Katana-Decks nochmal genau anzugucken. Ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, aber heute wollen wir es mal zusammen anwenden. Das heißt, wir wollen das Swapping ausprobieren, Liquidität providen und dann noch ein bisschen über die Zukunft davon reden, also gucken, was sind davon Risiken und damit abwägen, was das für ein Potenzial hat. Also viel Spaß beim Video. Wenn ihr damit starten wollt, dann ist der allererste Schritt natürlich erstmal entweder AXS und Ethereum zur Verfügung zu haben. Wie ihr hier seht, ich habe schon ein bisschen was provided. Ich habe auch schon 21 RON verdient in den letzten Tagen. Habe hier 2,16 AXS gepaart mit Wrapped Ethereum Liquidity drin liegen. Das sind so ungefähr, ich glaube, 11 AXS und das gleiche Äquivalent dazu in Ethereum. Denn es ist so, wenn man hier Liquidity providen möchte, dass man genauso viel AXS staken muss, wie man auch Ethereum hat, im Dollarwert. Und genau, das habe ich schon vor ein paar Tagen gemacht. Und das Gleiche wollen wir heute nochmal zusammen mit SLP machen. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, man muss genau gleich viel hier hinterlegen. Das bedeutet, wir müssten mal ein bisschen von meinem SLP swappen. Ich habe hier auf dem Account 4.198 SLP liegen. Und ich möchte mir davon natürlich was in Wrapped Ethereum holen. Das heißt, wir haben hier 2.000 SLP. Und gucken dann, wie viel wir in Wrapped Ethereum dafür bekommen. Das sind 0,03. Das können wir jetzt hier einfach mal swappen. Dafür muss ich erstmal SLP approven. Das ist hier einfach dieser Smart Contract, den ich hier unterschreibe. So, jetzt dauert das eine Sekunde, bis es approved ist. Dann swappe ich das Ganze und dann kann man das auch schon direkt in den Pool stecken. Und die Transaktion ist submitted. So, und damit haben wir jetzt auch den Swap durchgeführt. Und wir können zum nächsten Schritt kommen. Das ist einmal in den Pool und hier unsere Liquidität hinzufügen. Da gehen wir auf Add Liquidity und wir wollen ja diesmal SLP und den zweiten Token, denn wir müssen ja, wie gesagt, äquivalent viel hinterlegen, Wrapped Ethereum nehmen und dann drücken wir hier einfach mal auf Max. Da sehen wir, haben wir hier ein bisschen weniger, hier ist es noch rot, das müssen wir ein bisschen anpassen. Da gehen wir hier mal auf 0,33, das müsste passen? Nee, immer noch nicht. 0,329. Macht er auch nicht. Achso, ich habe ja hier Max. Achso, okay. Da hat man weniger zur Verfügung. Und wir gehen hier ein bisschen runter von den Dezimalstellen, bis es passt, bis es schwarz hinterlegt ist. Und dann drücken wir hier einfach auf Supply. Wir hinterlegen das hier. Und dann sieht man, ja, mit dem wenigen hat man weniger als 0,01% des ganzen Pools, der da ist. Wir haben ja am Tag momentan 555.000 RON, die an alle Nutzer sozusagen täglich vergeben werden. Hier unterschreibe ich wieder den Smart Contract gerade und ja, da kriegt man dann halt einen ganz kleinen Anteil von ab. Aber ich habe mich entschieden, auf jeden Fall das hier zu unterstützen. Dazu aber gleich noch mehr. Jetzt ist es gerade noch pending. Wir sehen es mal gleich und stecken das dann gleich zusammen in die Farm. Jetzt habe ich es bereits bekommen, das Paar von den beiden, und jetzt gehen wir mal rüber in die Farm. Wie wir hier schon gesehen haben, habe ich bereits AXS hier gestaked, aber jetzt gehen wir einmal rüber zur SLP. Hier müssen wir jetzt auch wieder diese Kombination SLP, Ethereum, Liquidity Pool, die müssen wir auch wieder approven, also erlauben, dass Katana das benutzt. Hier ging das wieder sehr, sehr schnell, ich glaube sogar weniger als 20 Sekunden. Und hier hinterlegen wir das jetzt einmal. Und könnt hier das Max auswählen. Wie man sieht, ist es relativ wenig, aber ich habe gerade nicht mehr SLP zur Verfügung. Ich unterschreibe wieder den Smart Contract und es ist hinterlegt und Liquidität wird ab jetzt provided. Und damit earne ich jetzt auch mit meinem SLP. Seht ihr, wie schnell es geht, kriege ich jetzt RON. Und auch selbst jetzt hier habe ich schon minimal was an Wrapped RON verdient. Und genau, dieses RON, da können wir ja als nächstes drüber reden. RON ist ja wirklich der Token, der das Netzwerk und die Ronin-Blockchain in Zukunft unterstützen wird und die man dann brauchen wird, wenn man Transaktionskosten bezahlen muss. Bisher hat man ja noch 100 davon am Tag umsonst, aber in Zukunft wird sich das ändern und dann muss man ganz kleine Beträge davon bezahlen. Und ich sehe hier einfach ein Riesenpotenzial. Es ist ja nicht nur so,
dass das Axie Infinity unterstützen wird in der Zukunft, sondern das ganze Ökosystem auf der Ronin-Blockchain. Und wer weiß, was da noch kommen wird in den nächsten Jahren, was für andere Leute da noch drauf Projekte starten werden. Und ich sehe da sehr großes Potenzial und werde auch auf jeden Fall immer weiterhin hier was reinpumpen. Denn wie gesagt, ich sehe die lange Axie Infinity Vision, die 4 bis 7 Jahre lang geplant ist, von Tag heute an. Und von daher, ich unterstütze sie, ich bin all in und werde hier sehr viel hinterlegen. Jetzt auf der anderen Seite natürlich das Risiko gesehen. Bitte, liebe Leute, bevor ihr das macht, setzt euch mal auseinander mit dem Begriff Impermanent Loss. Guckt euch das mal an. Ich habe ein ganz kleines Beispiel mal hier zusammengestellt. Da kann ich es euch auch nochmal erklären. Impermanent Loss findet halt immer dann statt, wenn ihr Liquidität provided im Vergleich dazu, dass ihr die Tokens einfach nur haltet. Und das können wir uns hier einmal in einem Beispiel angucken. In dem Beispiel sagen wir, wir hinterlegen $500 in Ethereum und $500 in AXS. Das sind dann in Ethereum ungefähr 0,11 und in AXS 3,33 AXS. Sind also insgesamt $1000 oder in Ethereum gerechnet 0,36 Ethereum. So, was passiert denn jetzt, wenn einer der beiden Assets zum Beispiel sehr stark ansteigt und der andere nicht? Genau dann findet nämlich im Permanent Loss statt. Das bedeutet, hier im Beispiel, AXS verdoppelt sich, ist also doppelt so viel wert und Ethereum bleibt genau gleich in diesem Beispiel. Was dabei passiert im Liquidity Pool, Leute wollen natürlich mehr AXS haben. Ihr als Liquidität Provider gebt euer AXS denen, kriegt dafür aber Ethereum im Tausch. Und das würde bedeuten, wir haben dann mehr Ethereum bei uns in unserem Liquidity Pool als AXS wieder. Wir sehen, die Anzahl von AXS ist von 3,33 auf 2,36 runtergegangen, aber die Anzahl von Ethereum ist gestiegen. Wir haben nämlich 0,16 Ethereum danach. Das bedeutet, im Endeffekt haben wir danach einen Wert von 1428, weil ja auch AXS gestiegen ist, also auch die restlichen AXS, die wir haben, sind gestiegen. Wir haben mehr Ethereum bekommen und sind bei einem Ethereum-Wert von 0,37 und haben dann aber im Vergleich dazu, wenn wir die Tokens einfach nur gehalten hätten in unser Wallet und nicht diese Liquidität provided, haben wir $27 Verlust, denn AXS ist ja doppelt so viel wert geworden. Und haben halt da diese $1500 dann gehabt. Aber $72 weniger, denn wir haben Liquidität provided. So, das ist dieses Impermanent Loss, mit dem man sich mal auseinandersetzen muss und sich auch dafür entscheiden muss, ob man dieses Risiko eingehen möchte. Ich habe gesagt, auf jeden Fall bin ich dafür, provide ich meine Liquidität, denn ich bin sowohl auf Ethereum wie auch auf AXS richtig bullish. Also ich halte beides auf die lange Sicht und deswegen finde ich es nicht schlimmer, wenn jetzt auf einmal mir Ethereum gegeben wird, anstatt AXS, dieser kleine Swap, das findet ja alles automatisch statt und ich finde das alles gar nicht so schlimm. $72, meiner Meinung nach, sind das Risiko auch wert dafür, was das für ein Potenzial hat, dieses Run. Es wird sich ja zeigen, was es für einen Wert hat. Vielleicht hat es am Anfang auch nicht so einen Wert, aber auf die lange Sicht gesehen und auf dieses lange Ökosystem, ich meine, Ronin Blockchain ist eine der mit der größten Blockchains, die genutzt wird, das meiste Use Case auf der Ethereum Blockchain momentan. Und von daher sehe ich da riesen Potenzial, unterstütze das Ganze auch dadurch, dass ich Liquidität provide. Und für mich ist dieses Risiko absolut tragbar. Aber ihr müsst es für euch selber entscheiden. Also bitte setzt euch nochmal damit auseinander und überlegt es euch ganz genau. Und das war's auch schon zu dem Video. Ganz kurz, ganz kleiner Guide, meine Meinung nochmal dazu. Falls es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen da. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, save the planet!